Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie schnell man ein Kanalnetz mit Anschlusshaltung und kreuzenden Leitung im Civil 3D erstellen kann. Als erstes erstelle ich hier ein neues Kanalnetz. Hier muss man dann einmal einen Namen vergeben. In dem Fall wird es jetzt ein Regenwassernetz, was geplant wird. Ich wähle eine Netzkomponentenliste aus. Ein digitales Geländemodell für meine Deckelhöhen und zwei Beschriftungsstile. Anschließend öffnen sich die Kanalnetzwerkzeuge. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Materialien auszuwählen, einmal für Schächte und einmal für Haltungen. So, jetzt wähle ich hier die Option, dass ich gleich Haltungen und Schächte zeichnen möchte. Setze jetzt meine Haltungen unter meine Schächte ab. Sie sehen, die Haltungen werden automatisch dazwischen gerechnet. So, wenn ich das Ganze mit Enter abschließe, ist dann mein Netz sozusagen fertig. Ich kann natürlich jetzt auch noch einzelne Komponenten verschieben. In dem Fall hier möchte ich jetzt einfach schnell einen Längsschnitt erstellen. Dazu brauche ich wie gewohnt wieder eine Achse. Wobei ich hier die Funktion nutzen kann, Achse aus Netzkomponenten erstellen. Und auch hier gibt es einen extra Darstellungsstil dafür und die Option, dass ich gleich einen Längsschnitt und einen Höhenplan erzeugen kann. So, ich wähle meinen DGM aus und gehe in den Höhenplan. Hier gibt es vorgefertigte Bandsätze extra für die Kanal- und Leitungsplanung. Ich wähle jetzt mal den Bandsatz Kanal. Planung in Achsrichtung aus. Hier werden dann unter anderem die Neigung der Haltung beschriftet, die Schachttiefe. Man hat die Haltungsangaben da, so wie man es eben benötigt. So, hier wäre jetzt einmal mein Höhenplan. Sie sehen jetzt hier einmal die Schachtbezeichnung zum Beispiel, wie tief der Schacht ist und so weiter und so fort. Und im nächsten Schritt habe ich hier jetzt schon Anschlussleitungen gesetzt. Man sieht es auch jetzt gleich nochmal im Lageplan. Also ich habe hier einmal meine Straßeneinläufe angebunden. Und das Blaue, was Sie sehen, oder Türkise, das ist eine kreuzende Leitung von einem Trinkwassernetz. Und hier möchte ich jetzt einfach einmal die Sohlhöhe beschriften und Haltungsangaben ranschreiben. Auch das lässt sich sehr schnell durchführen, ohne dass man händisch mit AutoCAD-Texten arbeiten muss, sondern man nutzt Civil-Objektbeschriftungen. Das heißt, wenn man auch mal die Überhöhung des Höhenplans ändert, wird diese Beschriftung automatisch mitgezogen. So, jetzt ist einmal die Haltungsangaben beschriftet und als nächstes möchte ich noch die Sohlhöhe beschriften. Und das funktioniert natürlich auch mit meinen Anschlusshaltungen. Auch hier kann ich mir die Anschlusshaltung beschriften. In dem Fall mache ich jetzt mal nur die Sohlhöhe ran. So. So schnell geht das mit der Kanalnetzerzeugung im Civil 3D.